Auf der ganzen Welt hat die Firma CFS ihre Standorte verteilt. Zwei stehen in Kempten. Megaproduktionslinien werden hier produziert. Käseklotz rein, fertiges Endprodukt raus, und zwar innerhalb weniger Minuten. So lautet der Auftrag, den die Maschinen aus dem Allgäu erfüllen sollen. Beispielsweise der sogenannte einzigartige Gigaslicer. 6000 Scheiben können hier pro Minute geschnitten werden. Über eine Waage läuft der Käse, in diesem Fall Leerdammer Großlochkäse, direkt in die Verpackung. Hier ist er recht lange haltbar, die Bakterien können nicht wachsen. Eine Produktionslinie, die vor allem das Volumen im Blick hat. So viel wie möglich, so schnell wie möglich. Ja, Herr Schmeisser, so eine Produktionsreihe, wie sie hier steht, kostet ca. 1,8 Millionen Euro. Was ist denn der große Vorteil hier? Ja, hier werden ja Käseaufschnittpackungen für den Großhandel gefertigt. Der große Vorteil ist hier, dass gegenüber klassischen Anlagen, wie sie bisher produziert werden, wir die Leistung oder die Ausbringleistung in solcher Anlage fast um 100% erhöhen konnten. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, so eine Anlage macht 200 bis 250 Endverbraucherpackungen von 200 Gramm pro Minute. Das heißt, im Schichtbetrieb bis zu 30, 40 Tonnen von Käseaufschnitt am Tag. Das ist der erste große Unterschied zu klassischen Herstellinien. Und der zweite große Innovationssprung, den wir hier erreicht haben, ist, dass bei Käse handelt es sich um ein Naturprodukt. Das heißt, jeder Käse ist anders und das, was Sie hier heute gesehen haben, ist sogar noch Lochkäse. Das heißt, die Lochverteilung ist nicht kontrollierbar, es ist ein Naturprodukt. Der Endverbraucher will aber 200 Gramm haben. Das heißt, er will 200 Gramm haben und für 200 Gramm bezahlen. Daher ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, trotz dieser immensen Produktionsleistung, jede Portion gewichtsgenau herzustellen. Und dort haben wir sehr neue Technologien eingesetzt, Röntgentechnik, um das Produkt vorzuvermessen. Und damit sind wir in der Lage, das sogenannte Giveaway, das heißt das, was ich im Mittel mehr in die Packung dosieren muss, damit sie den gesetzlichen Regularien entspricht. Dieses Giveaway konnten wir von durchschnittlich 1 bis 2% des Verpackungswertes auf 0,1% reduzieren. Und diese Kombination aus Reduktion des Giveaways und erhöhter Ausbringleistung gibt Endkundeneinsparungen im mehrere hunderttausend Euro Bereich pro Jahr. Wo sind denn diese Maschinen weltweit überall im Einsatz? Wohin verkaufen Sie die? Also das Gros unserer Anlagen geht in den Export. Wir haben einen Exportanteil, der über 85% liegt. Die Käseindustrie ist klassisch, die wir beliefern im Benelux-Bereich, das heißt Holland sehr stark im skandinavischen Bereich. Der osteuropäische Markt wächst stark, Polen, aber auch Russland. Und der nordamerikanische Markt ist einer der größten Käseverbraucher global. Aber auch für eher kleinere, mittelständische Unternehmen fertigt CFS in Kempten ganze Produktionslinien. Auch hier alles Hightech. Eine Kamera erfasst die Dichte und die Fläche der verschiedenen Käsesorten. In Sekundenbruchteilen ist die Scheibenstärke errechnet und los geht's. Außerdem wird hier gleichzeitig noch eine Folie zwischen die Scheiben gelegt. Vor allem bei hochwertigem oder bei dem immer beliebteren Leitkäse ein Vorteil. Flexibilität soll diese Maschinenreihe anbieten, auch das Herzstück, der Roboter. Vollautomatisch legt der den Käse in die Verpackung, 60 bis 70 pro Minute, egal ob Scheiben oder Stücke. Ja, Herr Schmeisser, warum ist denn die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie, speziell hier in der Käseindustrie, auch so wichtig? Ja, neben Ausbringleistung und neben Giveaway ist natürlich Automatisierung ein Kernbestandteil und der Anforderungen in die Lebensmittelbranche. Hat grundsätzlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich auch über Automatisierung kann ich Kosten reduzieren und damit mein Produkt dem Endverbraucher im Endeffekt uns günstiger anbieten. Das zweite ist, dass Automatisierung auch wichtig ist, um einen gewissen Hygienestandard im Bereich Lebensmittelverpackung sicherzustellen, weil jede menschliche Intervention birgt die Gefahr, dass das Lebensmittel bakteriell verunreinigt wird. Das heißt, je mehr Automatisation, desto besser ist es eigentlich für das Lebensmittel von den Kosten, aber auch von der bakteriellen Grundbelastung. Ja. Was ist jetzt das Spezielle, das Besondere bei diesem Robot Loader, den wir hinter uns hier sehen? Ja, die Robotik ist eigentlich eine Entwicklung, die erst, was unseren speziellen Lebenssegment betrifft, das heißt Käseindustrie, Wurstaufschnittware, die erst seit 2 bis 3, 4 Jahren Einfluss genommen hat. Der Hintergrund ist, dass die Robotik früher klassisch im Automotive-Sektor eingesetzt wurde, teilweise noch im Gebäckbereich. Und für diesen sensiblen Einsatzbereich
frischer Lebensmittel wie Käse und Wurst erst seit 2 bis 3 Jahren eingesetzt wurde. Wir haben dieses spezielle System hier entwickelt und haben diese Robotiktechnik für diesen Einsatz in diesem sensiblen Lebensmittelbereich adaptiert. Von der Hygiene her, von der Möglichkeit, diese zu reinigen und von den Möglichkeiten, Greifersysteme zu entwickeln, um diese sensiblen Lebensmittel auch handhaben zu können. Vollautomatische Produktionslinien, hergestellt werden die aber immer noch von Menschen. In der Römerstraße und hier in Bühl arbeiten rund 450 Mitarbeiter bei CFS in Kempten. Weltweit hat die Firma über 6000 Beschäftigte.